Hallo, vor der Kamera seht ihr die Nicke, hinter der Kamera hört ihr den Benny. Willkommen bei Kreativ und Verspielt. Ja, herzlich willkommen zurück, diesmal in unser Wohnzimmer, zumindest in einem Teil, denn wir waren bei meinen Eltern und haben wieder was zurückgebracht oder wieder mit eingeführt, würde ich mal sagen. Wir haben ein Ostpaket mitgebracht und zwar öffne den Käfig. Der Mini ist wieder da. Befreien Sie die Bestie. Sollen wir ihn rausholen? Wollen wir ihn reinlassen? Oh! Es hängt. Komm her raus! Hallo! Ja, Milli ist wieder da. Und jetzt muss ich ganz dringend Pipi machen gehen. Und dann gucken wir mal, was der Milli zum Schlafzimmer sagt. Vielleicht macht er auch Miau Miau. Er will schon gucken gehen. Vielleicht muss er auch mal Pipi machen. Okay, dann schnell. Oh. Die Nerven sind noch leer. Das ist aber auch traurig hier. Das muss ich nochmal festkleben. Das ist sehr traurig gewesen. Soll ich denn schnell Futter reinmachen? Ja, besser ist das. Ach nee, das Futter ist im Schlafzimmer. Ach so, ich hol's schnell. Bereit? Er hat seinen Platz schon gefunden. Sein Milli. Das ist noch Milli, guck mal. Nee, das ist noch zu neu. Nein. Oh, er peilt an. Nein. 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 Ich glaube, es gefällt ihm. Er war schon in seiner neuen Wohnung. Ist gut, Melike. Sehr schön. Als ich Milo damals geholt habe, wollte er als erstes hinter den Schrank klettern. Ich weiß nicht, was das schon wieder soll. Wie macht er das? Milo! Milo! Milli, komm raus! Ist in der Augenleuch. Na? Nur Milli. Ist er gut? Sollen wir den Schrank mal aufmachen? Komm, ich mach mal ihn mal auf. Ist so gut. Oh. So, hat viel Platz. Wie hat er reingegangen? Der ist schon.
Nein. Hier. Nein, Milli, du Stinker. Nein, hey. Nein. Nein. Mm-mm. Nein. Nein, nein. Nein. Hey, zurück. Mm-mm-mm-mm. Das war Millis Reaction auf unser neues Schlafzimmer und es hat ihm, glaube ich, gefallen. Er fand es ganz witzig. Ja, er wollte es unbedingt sehen, aber er ist zwar direkt erstmal dran vorbeigelaufen. Wahrscheinlich hat er sich irgendeinen Punkt gesucht, den er kennt, das Fenster. Das hat sich nicht verändert, das Fenster mit seinem Deckchen. Vielleicht hat er erstmal was gebraucht. Ja, das Fenster hat ihm gefallen, aber dann, als er die Kiste gesehen hat, ist er auch gleich reingeklettert in seine schöne Katzenkiste. Ja, hier unten. Genau. Vielleicht schläft er ja auch mal drin, gell, und ist ruhig. Ich meine, die kam ja auch als erstes an. Er konnte sich schon dran gewöhnen an die, an das kleine Kistchen. Ja, mal gucken. Wenn er das erste Mal aufs Bett hüpft, vielleicht ist es ihm jetzt zu hoch. Er ist ja schließlich auch fast Rentner. In den Schrank durfte er mal gucken. Hinter den Schrank ist er gekrabbelt. Das ist auch so sein Ding. Und naja, muss sich dran gewöhnen. Er hat wahrscheinlich die Wand angefasst. Ja. Das muss ich ihm noch erklären, dass er das nicht vielleicht machen darf. Hat er keine öligen Hände. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Also wir fanden es lustig. Er kommt doch immer wieder reingelaufen. Ja, da ist er wieder. Ja, nochmal gucken. Nicht die Wand anfassen. Ja, ansonsten bleibt gesund. Und verspielt. Und kreativ. Und viel Spaß. Macht's gut. Tschüss.